Mein Stiefbruder wusste, was gut für mich ist. Ich war 12 und er nahm mich auf eine Tuchfühlung mit. Bis dato hatte ich keinen Plan, was Trunkenheit ist. 6,5 Tequila später, there it is. Yeah. Gut bürgerlich war ich sowas von blau. Doch der Barmann roch den Braten, schmiss uns hochkantig raus. Vor der Tür fing es dann langsam an. Schweißausbruch, Brechreiz, meine Entwicklung zu einem ganzen Mann. 15 Jahre später, sag schon, was hat sich geändert. Steh in irgendeiner WG auf dem Balkon an einem Geländer. Seufze vor mich hin, werf einen Blick in meinen Becher. Er ist wieder einmal leer, so geht das nicht, ich weiß es besser. Vorbei an unrasierten Menschen, in bunt karierten Händen. Alles, was wir teilen, tragen wir in unseren Händen. An der Bar geht es dann alles schnell. Schweißausbruch, Brechreiz, und ich muss mir selbst die Frage stellen. Wofür mach ich das? Wofür mach ich das? Ich stell den Becher ab und frag mich, wofür mach ich das? Ab morgen lass ich sein, doch alle um mich schreien. One more time, komm, Max, one more time. Wofür mach ich das? Sag mal, wofür mach ich das? Ich stell den Becher ab und frag mich, wofür mach ich das? Ab morgen lass ich sein, doch alle um mich schreien. One more time, komm, Max.